Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, Langen und Bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Thüringen ist mir sehr lieb und hat in meinem Herzen einen Ehrenplatz. In Gotha habe ich von 1973 bis 1976 studiert. Stipendium 273 Mark der DDR. Das möblierte Zimmer mit Küche, Kühlschrank, Bad, Bettwäschetausch und so weiter. Die typische Studentenwohnung kostete 10 Mark im Monat. Das Mittagessen 75 Pfennige. Überhaupt spielte damals Geld keine Rolle. Ich habe von den 273 Mark niemals alles ausgegeben. Darüber hinaus haben wir damals Musik gemacht und alle Honorare behalten dürfen. Unsere Band Incendium, zu Deutsch Feuersbrunst, unter dem ging damals nichts, hatte die Oberstufe und damit ein Mindesthonorar von 7,50 Mark. Pro Stunde. Real verdienten wir mindestens 50 Mark an einem Tanzabend. Die Veranstalter ließen sich damals auch nicht lumpen, was kostenloses Essen und Trinken betraf. Unsere Schule hatte uns die Musikanlage nach unseren Wünschen gekauft und uns obendrein einen kostenlosen Probenraum gestellt. Wir wurden so etwas wie die Hausband unserer Schule. Darüber hinaus spielten wir in Gotha, Erfurt und in der Region zum Tanz und zu Konzerten. Thank you.
den Morgen nach der Nacht. Wärmendes Feuer hat uns das Leben gebracht. Seh und versteh. Mein Staat wird immer in mir leben. Ich bleib dir treu, mein Vaterland. Wir konnten uns einander geben. Bauten unser der Arbeiter und Bauer, den bauten unsere Eltern auf. Die Eisnacht wird nicht ewig dauern, unsere Sonne steigt herauf. Tat und unser Baum, wir werden dann gemeinsam Früchte ernten. Auf geht die Saat, das Gute bleibt kein Traum, der Kommunismus überall auf Erden. Unseren Feind werden wir schlagen, der Baum des Friedens wird erblühen. Und er wird uns Früchte tragen, und er bleibt uns immer. Mein Vaterland wird sein. Mein Mutterland wird sein. Unser Staat wird sein.
mein Vaterland, es lebt in mir. Die Losung bleibt vom Ich zum Wir. Mein Fahneneid, er gilt für mich. Ich lasse dich, mein Vaterland, niemals im Stich. Mein Mutterland, ich bleib dir treu. Ich weiß genau, mein Mutterland, wir bauen dich neu. Ja, unser Kampf wird siegreich sein. Wir werden uns für immer befreien. Unser Staat wird sein. Unser Staat wird sein. Unser Staat wird sein. Vor dem Pavillon im Gotha Park gaben wir damals ein Konzert, was eben nicht nur uns gefiel und im Gedächtnis blieb. Vor 2 Jahren traf ich auf der Prager Straße eine Frau, die aus Erfurt war, eine Oberschwester. Ich erzählte ihr, dass unsere Band Incendium 1975 in Erfurt zum Fasching in der Krankenschwesternschule gespielt hat und dabei den Titel Give Peace a Change eine halbe Stunde lang ausgedehnt hat. Allmählich kamen die Schwesternschülerinnen bei dem Lied auf die Bühne und sie tanzten und sangen mit. Das war ein großer Erfolg. Die heutige Oberschwester rief dort auf der Prager Straße begeistert aus: Ich habe damals neben dir auf der Bühne gestanden. Sie umarmte und küsste mich, sagte: Das wollte ich damals schon so gerne tun. Zu den besonders lieben Erinnerungen an Thüringen, an meine Studienzeit in der DDR, gehört auch die Bekanntschaft mit der schönen, klugen Studentin, die nun schon 44 Jahre lang meine Frau ist. In den Ferien 1975 war sie in Manebach bei Ilmenau als Betreuerin im Kinderferienlager 14 Tage lang im Einsatz. In Manebach mietete ich kurzerhand ein Zimmer und sie kam abends zu mir, blieb die Nacht und ging am Morgen. Am Tage las ich zum Beispiel Goethe, Marx und Euripides. Eine Ahnung von jenen Tagen und Nächten in Manebach vermitteln Goethes
Römische Elegien. Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert. Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. Hier befolg ich den Rat, durchblättere die Werke der Alten mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss. Aber die Nächte aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt. Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt. Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens Formen spähe? Die Hand leite die Hüften hinab. Dann versteh ich den Marmor erst recht. Ich denk und vergleiche, seh mit fühlendem Aug, fühl mit sehender Hand. Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tags? Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin? Wird doch nicht immer geküsst, es wird vernünftig gesprochen. Überfällt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel. Oftmals hab ich schon in ihren Armen gedichtet und des Hexameters Maß leise mit Fingern der Hand auf den Rücken gezählt. Sie atmet in lieblichem Schlummer und es durchglüht ihr Hauch mir bis ins Tiefste der Brust. Amor
schüret die Lampe indes und denket der Zeiten, da er den nämlichen Dienst seinen triumphieren getan. Weltbekannt ist Gotha auch wegen Karl Marx' Werk Kritik des Gotha-Programms. Die Kritik des Gotha-Programms von Marx' Randglossen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei genannt, ist nach dem Manifest der Kommunistischen Partei und dem Kapital das bedeutendste theoretische Dokument des Marxismus. Auf wenigen Seiten umreißt Marx eine ganze Reihe wichtiger Gedanken zu Grundfragen der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus, über die Rolle des Staates, die sozialistische Revolution und die Diktatur des Proletariats, über die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus, über Produktion und Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts im Sozialismus und die Grundzüge des entfalteten Kommunismus, über den proletarischen Internationalismus und die Partei der Arbeiterklasse. Die Schrift ist ein Musterbeispiel unversöhnlichen Kampfes gegen den Opportunismus. In gewissem Sinne kann man sagen, dass in ihr das Fazit der gesamten, damals bereits mehr als 30 Jahre umfassenden gigantischen Arbeit von Marx als dem Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus gezogen ist. Die Kritik des Gotha-Programms wurde von Marx im Jahre 1875 geschrieben. Mit ihr gab Marx faktisch ein Kampfprogramm für die ganze internationale Arbeiterbewegung in der neuen Periode nach der Pariser Kommune, obwohl er sich natürlich in erster Linie unmittelbar an die Deutsche Arbeiterpartei wandte. Dabei kam es ihm vor allem darauf an, die Lehren der Pariser Kommune auf die Bedingungen des proletarischen Kampfes im preußisch-deutschen Militärstaat anzuwenden und damit der Deutschen Partei bei der Ausarbeitung einer revolutionären Strategie und Taktik entscheidend zu helfen. Es handelt sich um solche wichtigen Fragen wie die Bedeutung der internationalen proletarischen Solidarität, die Rolle des ökonomischen Kampfes,
die Aufgaben der Gewerkschaften und die Beziehungen zur Partei der Arbeiterklasse, die Bündnispolitik und die Aktionseinheit. Im Zentrum der Marx'schen Kritik steht eine scharfe Auseinandersetzung mit den falschen Auffassungen und Dogmen des Lassalleanismus, vor allem dem ehernen Lohngesetz und der Illusion eines friedlichen Hineinwachsens in den Sozialismus auf dem Wege der Schaffung von Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe. Der lassalleanischen Auffassung vom Staat als einer über den Klassen stehenden neutralen Macht stellte Marx und Engels ihre Auffassung von der Notwendigkeit der Errichtung der Herrschaft der Arbeiterklasse entgegen. So schufen sie prinzipielle Klarheit über die Forderung nach der Demokratischen Republik in Deutschland und wiesen der deutschen Arbeiterbewegung den Weg, den sie unter den Bedingungen der Vorherrschaft der Junker und Militaristen beschreiten musste, um ihre eigene politische Herrschaft zu errichten. Obwohl sie den Hauptstoß ihrer Kritik gegen den Lassalleanismus richteten, der zur Unterordnung der Interessen der Arbeiterklasse unter die des preußisch-deutschen Militärstaates führte, rangen sie gleichzeitig um die Überwindung der vulgärsozialistischen Auffassungen, die selbst die fortgeschrittensten Kräfte in der deutschen Arbeiterbewegung daran hinderten, zu erkennen, dass die Demokratische Republik der beste Kampfboden zur Errichtung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse ist. Die Sätze von Marx in seiner Kritik des Gotha-Programms über die Unvermeidlichkeit einer zwischen der kapitalistischen und der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsordnung liegenden Periode der revolutionären Umwandlung, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats, haben bis heute in der Arbeiterbewegung bei jeder Auseinandersetzung mit dem Opportunismus und bei der Abwehr bourgeoiser Auffassungen vom Staat eine bedeutende Rolle gespielt. Ein Marxist ist nur, wie Lenin sagt, wer die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der Diktatur des Proletariats erstreckt. Hierin besteht der tiefste Unterschied der Marxisten von dem durchschnittlichen Klein- und auch Großbourgeois. Das muss der Prüfstein für das wirkliche Verstehen und Anerkennen des Marxismus sein. Marx schickte das Manuskript seiner Kritik am 5. Mai 1875 an Wilhelm Bracke, einen Führer der Eisenacher, der zu dieser Zeit im besten Sinne des Wortes ein Vertrauensmann von Marx und Engels in der deutschen Arbeiterbewegung war, und bat ihn, die kritischen Randglossen auch den anderen Führern der Eisenacher, Geib, Auer, Bebel, Liebknecht, mitzuteilen.
Der Briefwechsel mit Wilhelm Bracke und anderen zeugt davon, dass Marx und Engels sofort daran gingen, die besten Kräfte in der Partei in ihrem Kampf gegen den beabsichtigten ideologischen Kompromiss zu unterstützen. Sie vermittelten den revolutionären deutschen Arbeiterführern eine tiefschürfende Analyse des Gotha-Programmentwurfs, weil sie bei aller Kritik immer wieder von der richtigen Tatsache ausgingen, dass die Eisenacher in ihrer politischen und theoretischen Entwicklung in Wirklichkeit viel weiter waren und sogar auch die in Gotha 1875 entstandene Vereinigte Partei weiter war, als es der Programmentwurf und auch das Programm zum Ausdruck brachten. Das Programm war gegenüber dem Entwurf, der die Marx'sche Programmkritik veranlasst hatte, bereits ein Fortschritt. Es bekannte sich im Gegensatz zum Programmentwurf voll inhaltlich zum proletarischen Internationalismus. Selbst einige Schwächen des Programms, die einen Keim des Revisionismus in die deutsche Arbeiterbewegung legten, wurden den Delegierten, die es beschlossen, gegenwärtig. So verwarfen sie in der Praxis bereits den im Programm theoretisch fixierten sektiererischen, gewerkschaftsfeindlichen Standpunkt, indem sie eine Resolution annahmen, die den einheitlichen Kampf der Gewerkschaften forderte. Der Gotha-Vereinigungskongress, so muss man zusammenfassend einschätzen, war trotz aller Schwächen ein Erfolg. Er bildete einen wichtigen Ausgangspunkt für die Entwicklung der Partei zu einer sozialistischen Massenpartei. 3 Jahre nach dem Gotha-Einigungsparteitag wurde in Deutschland das Sozialistengesetz 1878 bis 1890 erlassen. Während dieser Zeit war natürlich eine die gesamte Partei erfassende Programmdiskussion unmöglich. 16 Jahre nach ihrer Entstehung jedoch, als wieder die Möglichkeit bestand, diese Frage auf die Tagesordnung zu setzen, beschloss Engels, die Marx'sche Kritik zu veröffentlichen. Die in der vorliegenden Ausgabe enthaltenen Briefe aus dem Jahre 1891 zeigen, welche Widerstände er dabei zu überwinden hatte. Um das Erscheinen in Deutschland zu ermöglichen, musste Engels der Abschwächung einiger besonders scharfer polemischer Formulierungen zustimmen. In der vorliegenden Ausgabe wird die ursprüngliche Fassung wiedergegeben. Die Marx'sche Kritik des Gotha-Programms blieb in der gesamten Arbeiterbewegung auch nach 1891 stets aktuell. Dass dieses Werk in der alten Sozialdemokratie bis 1914 nur wenig bekannt und so gut wie nicht popularisiert wurde, ist angesichts der opportunistischen Politik eines Teils der sozialdemokratischen Führer nur zu verständlich. Lenin war es, der es wiederentdeckte und in der Anwendung auf die imperialistischen Bedingungen bei der Ausarbeitung des Programms und der Politik der Bolschewiki weiterentwickelte. Entsprechende Auszüge aus
den Leninschen Schriften Marxismus und Staat und Staat und Revolution sind in die vorliegende Ausgabe aufgenommen worden. Ein Beweis für die Bedeutung und die Richtigkeit dieser revolutionären Lehren ist der Verlauf der Geschichte in den seitdem vergangenen Jahrzehnten. Die Programme der Internationalen Arbeiterbewegung und der revolutionären deutschen Arbeiterparteien sind Beispiel für die schöpferische Anwendung dieser revolutionären Lehren. Bei der Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dieser größten Errungenschaft in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, stand die marxische Kritik des Gotha-Programms Pate. Sie war eines der drei theoretischen Dokumente, auf dem die Vereinigung von KPD und SPD 1945-1946 basierte. Auf dem 6. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Januar 1963 wurden das Gotha-Programm und Marx' Kritik unter den Vorläufern des neuen Parteiprogramms genannt. Die einstimmige Annahme des auf diesen Lehren beruhenden Programms zur Vollendung des Aufbaus des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik war ein neuer Höhepunkt in der Entwicklung der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung. Auf der Grundlage dieses Programms wies der 7. Parteitag der SED im April 1967 den Weg zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, der durch die Beschlüsse des 8. Parteitags weiter ausgearbeitet und konkretisiert wurde. Der Verlag. Dieses Werk von Marx, Kritik des Gotha-Programms, ist heute im Jahre 2019 hochaktuell, weil am 27. Oktober im Freistaat Thüringen Landtagswahlen sind und das Proletariat beweisen muss, dass es die Lehren aus der Geschichte gezogen hat. Der positive Beweis dafür ist die Wahl der Kommunistischen Partei Deutschlands. Die KPD hat den Listenplatz 10. Wählt die Kommunistische Partei Deutschlands.